Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf The Pace. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, heute gibt es eine Runde Skywars. So, und da sind wir auch schon in der Runde. Ich würde sagen, wir looten erstmal die Kisten wie immer. Schauen, was wir so nett bekommen. Und dann legen wir auch direkt los, würde ich sagen. Ich kenne die Map leider nicht, wie immer eigentlich in Skywars. Nein, aber ich spiele es einfach zu selten, ne? Muss man sagen. Auch wenn es eigentlich ziemlich gut immer ankommt, Skywars. Also ich merke es immer so, es sind eigentlich verhältnismäßig immer viele Aufrufe. Und wir müssen den Spielmodus eigentlich echt öfters bringen, wenn er so gut ankommt bei euch. Ja. Acer ist heute leider nicht dabei. Es war ein bisschen kurzfristig alles. Am Wochenende kam jetzt das CSGO-Video und einen Augenblick. Den haben wir easy geholt. Oh, da wollte er sich noch retten. Ja, wie gesagt, am Wochenende kam das CSGO-Video. Und dann hatten wir irgendwie ganz vergessen, übers Wochenende noch ein normales Video für Montag zu produzieren. Und ja, jetzt haben wir Montag und ich muss ein Video produzieren allein, weil Acer irgendwie keine Zeit hat. Wir haben jetzt 15 Uhr und das Video geht um 18 Uhr online. Also ist ziemlich kurzfristig. Aber wir müssen auf jeden Fall immer den Uploadplan im Auge behalten. Ja, sonst, wenn mein Video nicht kommt, das ist dann auch irgendwie schade für mich. Das ist eigentlich schon ein Ziel so von uns gewesen, immer mindestens 3 Videos pro Woche rauszuhauen. Und wenn wir das nicht schaffen, ist echt schon schade. So, jetzt haben wir doch schon eigentlich halbwegs gutes Equip. Habe ich eine große Werkbank? Können wir uns ein Dia-Schwert machen? Uiuiui, da kommt jemand. Uiuiui. Ah! Den müssten wir haben, oder? Auch wenn er ein heftigeres. Ah, verdammt, ein Herz. Man kennt ihn. Ah, Sad Life. Ich war echt besser. Egal. Auf geht's zur nächsten Runde. So, und da sind wir auch schon auf der gleichen Map in der zweiten Runde. Das war jetzt Zufall. Oder ist diese Map wahrscheinlich ein bisschen häufiger jetzt? Keine Ahnung. So. Vielleicht die Kiste wieder unten holen. Ich muss mal oben schauen, ob es auch eine Kiste gibt. Habe ich voll ganz vergessen. So. Tatsächlich, es gibt eine Kiste. Schlau von mir vorher nicht dahin zu schauen. Deswegen war ich auch mit der erste irgendwie in der Mitte. Ohne Enderperle. Ist natürlich auch nicht so geil. So. Bam, bam, bam. Hier Schwert. So. Das war's eigentlich. Schutz 2. Kann auch noch draufhauen. Dann würde ich sagen, bauen wir es. Von hier oben in die Mitte. Ja, das ist gerade immer ein bisschen schade, aber er hatte halt ein Dia-Schwert und ich nur ein Eisenschwert oder Steinschwert oder sowas. Naja, was will man da machen? So. Mischen wir uns mal kurz da ein. Der freut sich jetzt natürlich auch. Uiuiui, sorry. Oh, Alter! Yo! Okay, mit dem hätte ich mich nicht anlegen dürfen. Wir sehen uns in der dritten Runde, Leute. So, diesmal auf der Map Palermo. In der dritten Runde. Ja, Palermo. Mir persönlich sagt das was. Es ist nämlich eine Stadt in Italien. Da war ich mal. Es ist ziemlich schön da. Es ist in Sizilien. Auf Sizilien. Das ist eine Insel. Und, ja, es ist ziemlich schön. Was diese Map allerdings mit dieser Stadt zu tun hat, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was es das in der Mitte da ist. Ja, lasst euren Fantasien freien Lauf, würde ich sagen. Ah, okay, war doch schon jemand da. Habe ich leider nicht mitbekommen. Und noch. Ja, noch viel Dios. Hat ihn wohl nicht interessiert. So, ja, was machen wir jetzt? Der Typ will wohl in die Richtung weiter. Dann. Ach, das ist der von der Insel. Klar. Natürlich. Ich dachte irgendwie, er hatte seine eigene Insel hier.
Aber nee. So. Müssen wir uns beeilen. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Sieht schon nicht so schlecht aus. Okay, ich glaube, er ist low. Oh nein, er hat einen Gold abgegeben. Wir sind im Arsch. Außer wir geben ihm so hart Low Ground. So, bauen wir so ein Ding. Dann können wir ihm nur Low Ground geben eigentlich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir sind im Arsch. What the fuck? Noch eine Runde, bis wir es irgendwann mal halbwegs weit schaffen. In der vierten Runde habe ich mich mal wieder für die Map Caribbean entschieden. Diesmal mit einer Enderperle. Das ist doch schon mal etwas. Und ich hoffe mal, diese Runde kommt ein bisschen weiter als die letzten Runden. Ich meine, es hat immer gut angefangen eigentlich. Aber dann kam die Wende und wir wurden einfach nur scheiße. Beziehungsweise die Gegner sind einfach zu gut. Also in den meisten Fällen konnte ich jetzt weniger machen. Ja, ihr seht schon, allein bin ich wohl doch halb so gut. Oh, wer hätte das gedacht? So. Dia-Schwert. Easy. Kurz den Dia-Panzer einbinden. Und noch ein paar Erfahrungsfläschchen. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon in die Mitte. Und schauen, was uns da erwartet. Ich hoffe mal, ich treffe. Ja, der müsste dann kommen. Sauber. Eier. So muss das sein. Irgendwie ist ein Enderpfeil gar nicht so OP hier. Ich weiß gar nicht, ob es in der Mitte auch was gibt. Da wollte ich mir jetzt nicht hinwerfen, weil es von der Seite ein bisschen schwieriger wäre. Oh, ein Goldapfel. Das ist sehr schön. Den holen wir von hinten. Das gibt es nicht, oder? Das. Also. Klar, das war jetzt scheiße von mir, aber der Typ hatte gerade 2 Herzen. Wie unverdient hat der gerade gewonnen, bitte? Wie unverdient von mir. Ohne Witz. Das ist mir scheißegal, wir gehen in eine neue Runde. Neue Runde, neues Glück. So, und mal wieder auf einer anderen Map. Diesmal eine relativ große Map, 16x1. Ich glaube, es ist die 5. Runde jetzt. Ich kann da gar nicht mehr mitzählen. Ja, ich fail, ehrlich gesagt. Das ist ziemlich hart gerade. Das kommt nicht klar. Das war so klar. Das war so klar. So, Skywars, 6. Runde. Dieses Mal im Team. Ich habe irgendwie nicht mehr so Lust auf Einzel. Ich glaube, ich bin doch zu schlecht für Skywars alleine. Und mal schauen. Ich glaube, wir haben ein 3er-Team, genau. Mal schauen, wie es so läuft im Team. Ich kenne die Map auch mal wieder nicht. Deswegen gehe ich gerade irgendwo random hin. Auf der Suche nach Kisten. Und ich wurde fündig. So. Jawohl. Dann gehen wir mal wieder runter. Ich glaube, hier hat sonst nichts an Kisten. Okay, so direkt wollte ich jetzt auch nicht runter. Ich kann auch erklären, warum ich da gerade aus Versehen runtergefallen bin. Eine Pelle. Die wollte er sich auch snappen. Wie gesagt, ich habe gerade schon Hexe angesprochen. Und da haben wir öfters mal gestreamt und da gewöhnt man sich ganz schnell an die Taste Steuerung zum, eben nicht, also man gewöhnt sich an Shift zum Sneaken und das habe ich gerade auch versucht, aber das ist ja Sprinten. Also ziemlich das Gegenteil und ja, deswegen nicht so geil. Kann sein, dass ich deswegen öfters mal noch wegen solchen Aktionen runterfliege, aber ich bemühe mich, dass es nicht passiert. Jetzt erstmal kurz ein Dia-Schwert. Jetzt wollte ich für den Mate auch gleich einen mitmachen, aber erst noch Sticks. So. Und dann können wir den Lieben auch ein Dia-Schwert schenken. Guck mal her, hier. Kein Ding. Für dich habe ich leider keins mehr. Oh, das sind ja schon die Gegner. Alles klar, wo ist unser Titter-Teammate? Was geht, ne? Wo ist denn der Typ? Ja, super. Oh Gottes Willen. Ja, klar. Wieder alle gegen mich. Alles klar.
komm. Nicht mal einen haben wir geholt. Oder? Doch, einen haben wir noch geholt. Ich glaube. Nee, heute wird es einfach nichts mehr. Ich muss diese Folge so lassen, weil es gibt Tage, da läuft einfach nichts bei mir. Und müssen wir hier raus. Also, ich glaube, das wird auch nicht besser, wenn ich noch 10 Runden versuche. Und deswegen müssen wir es einfach dabei belassen. Naja, tut mir echt leid, dass ihr sowas mit anschauen müsst, aber ich hoffe mal, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ja, lasst mir mal ein Like, und wenn ihr wirklich die absoluten Kings sein wollt, dann lasst ihr auch ein Abo da. Und irgendwann haben wir noch die 100 Abos, dann gibt es ein richtig geiles Special auf jeden Fall. Was es sein wird, da müssen wir uns noch ein paar Gedanken machen, aber es wird bestimmt geil. So viel kann ich sagen. Ja, so viel an der Stelle, und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ciao.